Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris. Jo, und willkommen hier zurück zu Planet Erde. Wir sind hier, haben in der letzten Folge erst angefangen, haben uns so ein bisschen, ja, die Ressourcen ganz kurz mal angeschnitten, was hier so ist. Zu diesen ganzen anderen Geschichten, Kontakten und so kommen wir jetzt gleich. Was wir am ersten machen sollten, ist erstmal die Forschung festlegen. Und zwar, wir haben hier schon Forscherinnen da. Sind alles echt nur Forscherinnen. Ja, cool. Coole Sache. Zum Beispiel in der Physikforschung. Da können wir Forschungsgeschwindigkeit schon mal erhöhen. Ja, dauert 439 Monate. Oh mein Gott, das ist echt lang. Aber wir haben das ja bewusst so ausgewählt, damit man hier nicht so durchrusht. Fusionsenergie wäre was. Und Produktion Forschungsstation. Das wäre natürlich auch was. Aber wir gehen allgemein in die Physikforschung, sodass wir dort die Physik... Forschungsgeschwindigkeit erhöhen können. Bei der Sozialforschung gucken wir auch mal. Oh, Sozialforschung durch Forscher 20%. Weltraumhandelsunternehmen könnte man hier bauen. Hydrokulturfarm. Irgendwie wäre eventuell diese Einigkeit was oder diese Sozialforschung durch Forscher. Geh auf Forschung. So. Bei der Ingenieursgeschichte, Baugeschwindigkeit, Korvetten und Baukosten minus 5%, sehr lukrativ eigentlich, oder mehr Mineralien davon. Aber wir hier gehen wir auch mal auf die Forschung. So, das hätten wir schon mal gemacht. Es wird geforscht. Dann gucken wir noch mal hier. Kontakte haben wir natürlich noch nichts. Hier ist unser Situationsprotokoll. Das sind so quasi Quests, die man hat, die man die man umsetzen sollte. Präsident Yoshi Ikeda wurde aus dem Grund gewählt, die menschlichen Stadtzentren mit dem Bau von mindestens zwei zusätzlichen Stadtdistrikten zu verstärken. Belohnung am Ende der Amtszeit, 6 Monatseinnahmen an Einigkeit. Das sollte man sich echt überlegen, weil das ist schon gut Einigkeit, die wir haben können. Wir haben ja monatlich 16 Zugewinn. Und ja, gucken wir mal ganz kurz. Durch Stadtdistrikte kriegen wir Wohnungen und Büroangestellte, die produzieren Dienstleistungen und Handelswert. Das müssen wir uns natürlich nochmal überlegen, ob wir das auch gleich machen. Hier ist dann der Markt, wo man Ressourcen handeln kann. Planeten und Sektoren noch unbedeutend für uns. Das kommt später. Expansionsplaner, ja, der Mars ist ein Kandidat, aber das ist auch alles zu. Richtlinien kann man natürlich machen. Unsere diplomatische Haltung ist momentan expansionistisch. Dadurch haben wir weniger Baukosten für Außenposten und die Kolonien entwickeln sich schneller. Man kann natürlich auch, das ist aber nicht gut, also Grenzkonflikte plus 100% mit zukünftigen Generationen, also zukünftigen Zivilisationen. Theoretisch könnte man auch kooperativ sein. Dadurch hat man ein bisschen mehr diplomatische Bedeutung. Grenzkonflikte sind weniger etc. pp. Ansonsten, ja, wir bleiben mal auf expansionistisch. So. Die Kriegsphilosophie ist momentan uneingeschränkt. Orbitalbombardierung willkürlich. Das sind so alles Sachen... Nein, also wir wollen Bewohner nicht gegen ihren Willen umsiedeln. Eigentlich müsste das bei uns verboten sein. Erstkontakt sind wir proaktiv. So. Anfangsgrenzstatus offen. Wirtschaftspolitik ist eine gemischte Wirtschaft. Man kann das immer militarisieren oder zivilisieren. Brauchen wir momentan nicht. Handelspolitik ist Wohlstandsschaffung. Ist auch nur eins da. Roboter sind erlaubt. Bevölkerungskontrollen sind verboten. Aha. Sklaverei. Säuberung auch verboten. Ihr seht es, also man kann da so ein bisschen rumspielen.
Da werden wir dann auch schauen. Also die Richtlinien, da müssen wir noch nichts machen. Erlasse sind auch möglich mit Einfluss. Das lassen wir erst nochmal. Gesellschaft. Das sind diese Traditionen, die man freischalten muss. Da haben wir Flottenmanager, Schiffsdesigner, dazu kommen wir noch. Technologien forschen wir schon. Fraktion haben wir noch keine. Die werden auch eine Bedeutung spielen. Ansprüche haben wir nicht. Spezies ist uns der Mensch nur bekannt. Ihr seht es, Anführer sind dann hier aufgelistet. Zum Beispiel Gouverneur von der Erde ist hier diese Dame, Gouverneurin Namao. Hier haben wir die Wissenschaftler. Wir haben auch ein Forschungsschiff. Die gucken wir uns mal an. Mit denen kann man Orte erkunden, aber auch ja irgendwie Anomalien und so entdecken. Wir werden damit mal anfangen. Und zwar fahren wir natürlich erstmal nach Alpha Centauri. Und dieses System soll mal erkundet werden. Mein Ziel wird es sein, ein weiteres Forschungsschiff schon mal in Auftrag zu geben. Und zwar hier bei uns in der Schiffswerft. Die kostet, die Nobelklasse kostet 100 Legierung und 60 Stuff. Das brauchen wir. Und mit dem Konstruktionsschiff werden wir mal hier weiterhin die Ressourcen hier bei uns im System zumindest schon mal erschließen. Und da gehe ich mal erstmal auf die Kristalle. Die brauchen wir gerade dringendst. Ansonsten lassen wir mal langsam schon mal loslaufen und gucken uns die Erde an. Hier haben wir schon mal ein Verwaltungsbüro. Forschungsstation, Wirtschaftszone. Jo, das ist schon mal alles in Ordnung. Wir haben auch genug Wohnungen da. Verfügbare Jobs auch eine. Also hier müssten wir erstmal noch nichts aufbauen. Es gibt ein Industriedistrikt. Das ist neu, ne? Das sagt mir noch nichts. Aha, interessant. Okay, interessant. So. So, wir haben jetzt das neue Forschungsschiff schon aufgebaut. Das muss natürlich besetzt werden. Da gucken wir mal, wen wir rekrutieren können. Hier ist ein belastbar Lebensdauer vom Anführer 25. Forschungsgeschwindigkeit, Militärtheorie, Forschungsgeschwindigkeit, Staatskunst steht hier. Ja, wir nehmen mal dann mal den Di Yang, der hat eine längere Lebenszeit. Und mit denen geht's dann mal nach Oxamon. Frage ist natürlich, ob wir noch einen bauen, ne? Hätten wir eigentlich gar nicht die Legierung dazu, ne? Glaube ich. Construction completed. So, und Ceres wurde schon, Bergbaustation hergerichtet. An sich könnten wir hier nochmal so ein bisschen für Energy Credits fischen. Hier beim Jupiter. Dann holen wir uns hier nochmal die Forschungspunkte. Bringt auch was. Und weiter geht's. Und ihr Lieben, wir haben ein neues System hier. Wird hier schon erkundet, ein Mehrsternensystem. Das erste Mal, dass wir jetzt in einem anderen Sonnensystem sind. Alpha Centauri. Sterne der Klasse G werden oft als gelbe Zwerge bezeichnet, können aber das ist so wie bei uns. Ne? Die Sonne ist auch ein Klasse G-Stern. K-Sterne, diese Hauptreihenstern, die manchmal auch als orangene Zwerge bezeichnet werden, sind ziemlich weit verbreitet. Sie bleiben bis zu 30 Milliarden Jahre, nicht schlecht. Auf der Hauptreihe stabil, was bedeutet, dass die Welten im Orbit um einen Stern der Klasse G ein überdurchschnittlich großes Zeitfenster zur Entwicklung von Leben haben. Sehr interessant. Hier eine geschmolzene Welt, eine karge Welt, kennen wir ja schon alles. Gasriesen. Ein Klasse-M-Stern. Die gewöhnlichsten Sterne des Universums werden oft als rote Zwerge bezeichnet. Da sie nur schwach leuchten, sind sie mit bloßen Augen aus der Ferne nur schwer zu beobachten.
Rote Zwerge haben zwar üblicherweise eine extrem lange Lebensdauer, strahlen aber kaum UV-Licht aus, was den meisten Lebensformen nur ungünstige Lebensbedingungen bietet. Mhm. Okay. Hier ist so ein Planet mit so einem Ring noch und dann ist hier noch was. Sieht karg aus, sagen wir mal so. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Oxamon-System. Ein Klasse B-Stern. Die großen Hauptreihensterne der Klasse B sind äußerst hell und blau. Diese Sterne sind zwar eher selten, gehören aber aufgrund ihrer Leuchtkraft zu denen, die man mit bloßem Auge am besten erkennen kann. Okay. Sonst scheint das hier auch alles karg zu sein, ne? Gefrorene Welt, karge. Hier ist auch eine giftige. Der Mond auch. Jo, sieht überschaubar aus, sagen wir mal so. Ein Gasriese ist da noch. Alles klar, weiter geht's. We have detected an anomaly. Eine Anomalie wurde gefunden. Im Oxamon-System, und zwar hier bei Oxamon X. Was ist das denn für eine Anomalie? Ein kleines, rechteckiges Objekt auf der Oberfläche dieses Planeten reflektiert alle Scannerstrahlen wie ein Spiegel. Unsere Scanner können nicht feststellen, aus welchen Materialien er besteht. An sich eine Routine für den Wissenschaftler hier. Der soll das mal erforschen. Die Anomalie gerne. Jetzt macht er sich auch auf den Weg, glaube ich. Construction completed. So, neue Konstruktion wurde aufgebaut. Gut, dann geht's mal rüber hier zu der Forschungsstation. Können wir denn ein weiteres Forschungsschiff bauen? Die sind hier in der Anfangsphase echt wichtig. Ja, können wir. Die VSS Newton. Okay. Anführer rekrutieren. So, hier jemand mit Anomalien. Die ist gut für Anomalien. Sehr schön. Vielleicht ja dann auch eine, die sich um Anomalien kümmert. Ne? Wäre doch mal was. Solange das aber hier nicht der Fall ist, würde ich dann hier zum Beispiel zu GAE gehen. System erkunden. Eins werde ich noch bauen, glaube ich. Wenn es denn soweit ist. So, hier ist schon mal durch. Ich würde mal als nächsten Punkt mit dem Konstruktionsschiff mal Alpha Centauri ansteuern. Oh. Wir haben hier jetzt was entdeckt. So, während der Durchführung von Oberflächenscans von Oxamon X entdeckten Oxamon 10 entdeckten Wissenschaftsoffizier Yi Yang und die Besatzung der VSS Earhart einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alienschrift bedeckten Felsbrocken, da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alienaktivität auf dem Planeten gefunden haben. Es ist ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Texts vorbereitet. Oh Gott. So. Situation Log. Machen wir mal kurz Pause und gucken uns das mal an. Situationsprotokoll. Da muss ein Wissenschaftler vor Ort sein. Vielleicht macht das mal die Dame hier. Die ist ja für Anomalien zuständig. Und erforscht das mal. Und die Earhart mit Yi Yang macht weiter. So. We have detected an anomaly. Es wurde noch eine Anomalie aufgedeckt. Die ist allerdings anspruchsvoll. Und zwar hier bei Alpha Centauri 6a, einem Mond von Alpha Centauri 6. Ja, was ist das denn für eine Anomalie? Auf Alpha Centauri 6a wurden schwache Spuren von Waffenstrahlung entdeckt, die auf ein militärisches Raumschiff hindeuten. Lassen wir mal vorerst dort stehen. Oder gucken wir uns das später an.
Oh, okay, die Nachricht. Wochen nach dem Fund von außerirdischem Leben überschlugen sich die menschlichen Xenologen praktisch, um ihre Erkenntnisse über die Funde auf Oxamon X zu veröffentlichen. Dieser fieberhafte Sturm in der wissenschaftlichen Gemeinde hat auf die Fortschritte in anderen Forschungsgebieten negative Einflüsse, wenn auch nur vorübergehend, okay? Bemerkenswert. Eigentlich ja schon ein großer Fund, ne, von hier, na? Von dem Yi Yang. Wir könnten dieses System, da er das ja entdeckt hat, so nach ihm benennen, aber noch ist es nicht in unserer Hand. So, lassen wir mal weiterlaufen. So, Erstkontaktprotokolle. Unsere jüngste Begegnung mit fremden Lebensformen hat die alte Debatte darüber, wie wir mit potenziell intelligenten Zivilisationen in Kontakt treten sollten, neu entfacht und plötzlich noch dringlicher gemacht. Während einige dafür plädieren, sich darauf zu konzentrieren, so schnell wie möglich freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, indem man sie mit einer Friedensbotschaft kontaktiert, raten andere zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass wir nicht wissen können, ob sie uns gegenüber böse Absichten hegen und dass es unklug wäre, zu viel Informationen über uns offen zu legen, bevor es wirklich notwendig ist. Also das hier kommt schon mal nicht hin. Also aggressiv setzen wir uns nicht. Es könnte ratsam sein, Vorsicht walten zu lassen. Achtsam gesagt. Nee, wir sind offen. Wir werden Alexinos mit offenen Armen empfangen. Wir sind da momentan freundlich gesinnt. We have detected an anomaly. Wir haben jetzt noch eine Anomalie gefunden. Und zwar auf Proxima Centauri B, also ein Planet hier. Die äußerst merkwürdige Umlaufbahn von Proxima Centauri B um seinen roten Zwergstern führt zum Phänomen der gebundenen Rotation und könnte möglicherweise weitere Untersuchungen rechtfertigen. Das würde die Ananya Shovta eigentlich ganz gut hinkriegen, deswegen macht sie's mal. Die Mekong wartet hier, klaro. Wird denn hier schon an der Anomalie geforscht? Ja, ne? Ja. Das übernimmt die Lan Kuang. A special project has concluded. So, Spezialprojekt abgeschlossen. Bin mal gespannt, was die Lan Kuang, also die VSS Newton, herausgefunden hat. Wissenschaftsoffizier Lan Kuang konnte die auf Oxamon X gefundene Alien-Wandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Der Text enthält eine erstaunliche Menge an Daten. Die Gedenktafel dient zweifelsfrei als eine Art von Low-Tech-Bibliothek. Im weitesten Sinne beschreibt sie das gesammelte technologische Wissen einer Alien-Zivilisation, die diese Region der Galaxie vor gut 80 Millionen Jahren dominiert hat. Viel davon ist uns bereits bekannt, aber die Daten enthalten auch die Grundlagen für mehrere Technologien, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten. Hier gibt es genügend Daten, um unsere Wissenschaftler auf Jahrzehnte zu beschäftigen. Wir benötigen jedoch eine orbitale Forschungseinrichtung, um unsere Übersetzungsbemühungen fortzusetzen. Aha. Interessant. Also, hier sind gute Möglichkeiten. Ich will mal ganz kurz schauen. Wir hatten hier ja noch eine Anomalie gehabt. Nee, die haben wir ja schon erforscht, ne? Aber hier war doch mal eine schwierigere, oder nicht? War denn hier nix? Oder haben wir das schon bereits erforscht? Jo, dann lassen wir sie mal hier dieses System erkunden. Und wir holen uns jetzt das vierte Schiff. Oder bauen es zumindest. Wie kamen wir mal auf die Station nochmal hier, ne? Genau. Unser letztes Forschungsschiff, danach gucken wir mal. Wo war denn der hier? Der wird hier nicht angefasst, ne? Frage wäre,
ob wir dieser Anomalie zum Beispiel nicht die Lan Kuang zuweisen könnten. Nee, ist immer noch anspruchsvoll, ne? Nee, warten wir nochmal mit ab. Aber ich hätte schon gerne, dass uns das dann angezeigt wird, ne? Die Anomalie. Warum wird die uns nicht angezeigt? Waffenspuren. Da brauchen wir noch. Da brauchen wir noch Zeit für. So, Proxima Centauri B. Hier ist eins abgeschlossen, glaube ich. Was haben wir hier gefunden? Solange wir Menschen in der Lage sind, zu den Sternen zu blicken und nach einer neuen Heimat zu suchen, war Proxima Centauri B nichts weiter als ein naiver Traum. Ein Ort, auf den wir mit Zuversicht blickten. Eine neue Heimat. Leider mussten wir, als unsere Teleskope besser wurden, feststellen, dass sich der Planet in einer gebundenen Rotation befindet und es sich bei ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine gefrorene Höllenlandschaft handelt. Eine Theorie, die wir heute bestätigen konnten. Es gibt jedoch auch Hoffnung. Diese Welt besitzt alle Bausteine, die wir für einen bewohnbaren Planeten benötigen würden, und vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß, um sie aus ihrer gebundenen Rotation zu schubsen. So, es gibt Danke, dass du uns so lange inspiriert hast, Proxima Centauri B. Einigkeit erlangt 100. Der modifizierte Terraforming-Kandidat wird mit den folgenden Effekten wieder hinzugefügt. Na, ist ja egal. Danke. Also Proxima Centauri B hat eine synchronisierte Rotation. Also es wird immer nur eine Seite dort angezeigt. Also die Rotation dieser Welt um ihren Stern ist synchronisiert. Das bedeutet, dass auf einer Seite immer Tageslicht herrscht, während sich die andere Seite in ewiger Dunkelheit befindet. Sollte hier Leben existieren, ist es wahrscheinlich auf die Dämmerungsregion zwischen den beiden Seiten beschränkt. Okay. Also nicht unbedingt optimale Verhältnisse, sagen wir mal so. So, alle Schiffe arbeiten. Unser viertes und letztes vorerst Forschungsschiff ist schon mal fertig. Da nehmen wir mal Orson Colt. Der hat Entdeckungschancen, was Anomalien angeht. Sehr schön. Und der geht mal hier über Barnard Star weiter. System erkunden. Und dann warten wir mal. System Survey concluded. So, Alpha Centauri sind wir durch. Dann werden wir hier auch schon mal unsere erste Sternenbasis aufstellen. Kostet uns 63... na, was war das hier? Einfluss und bisschen Legierung. Jo, machen wir mal. Sternenbasis ausbauen. Dann wird hier der... die Ananya von der VSS... Stiolkowski mal weitermachen. System erkunden. Wissenschaftlerin Yi Yang hat eine neue Stufe erreicht. Stufe 2, sehr schön. Die Zybrex. Wir haben auf Gae 3 hier, das ist eine primitive Welt, eine Savannenwelt. Wir haben auf Gae 3 Artefakte einer uralten Zivilisation entdeckt. Alien-Zivilisation gefunden. Diese Zivilisation, die sich anscheinend selbst als die Cybrex bezeichnete, scheint unglaublicherweise aus Maschinen bestanden zu haben, die miteinander über eine Art kollektives Bewusstsein verbunden waren. Dem Alter der Artefakte nach zu schließen, scheinen sie vor gut 600.000 Jahren aktiv gewesen zu sein. Zumindest in diesem Teil der Galaxie, da wir nichts über ihre genauen Ursprünge in Erfahrung bringen konnten. Laut des Datenfragments, das unsere Wissenschaftler aus einem der Artefakte extrahieren konnten, scheint die Cybrex irgendwann aus unbekannten Gründen eine Art Kreuzzug begonnen zu haben, um alles fühlende organische Leben in der Galaxie auszulöschen. Okay. Situation log has been updated. Wir haben so ein bisschen Artefakte bekommen. Und... Vorläufer der
Cybrex. Wir haben auf Geige 3, genau. Geige 3 Artefakte der Cybrex gefunden. Sie waren ein kollektives Maschinenbewusstsein. Das haben wir ja schon. Wenn wir genügend Relikte ihrer Zivilisation finden, könnten wir eventuell die Position ihres Heimatsystems ermitteln. Sehr interessant. Das ist, ja, wichtig. Okay, interessant. Gibt es denn dazu irgendwie eine Meldung, wenn wir das machen? Also Situationsprotokoll? Nee. Sagt nichts. Aber was noch interessant ist, wir haben ja auf Gaia 3 noch was anderes gefunden. Kempler-Zivilisation getroffen. Wir haben auf Gaia 3 im System Gaia die Gegenwart einer primitiven Alien-Proto-Zivilisation entdeckt. Unsere Sonden zeigen, dass ihre neolithische Kultur das Feuer beherrscht und eine rudimentäre gesprochene Sprache entwickelt hat. Wir haben jedoch noch keine Anzeichen auf Metallurgie oder schriftliche Kommunikation gesehen. Wir sollten den Bau eines Beobachtungspostens über ihre Welt in Betracht ziehen, um sie eingehender zu studieren. Sehr interessant, Leute. Hier gibt es scheinbar Lebewesen. Sehr primitiv. Was sind das eigentlich für Templer? So eine Vogelgeschichte. So eine Vögel, die sind militaristisch und xenophil. Okay. Sehen wir die denn jetzt auf dieser Zivilisationsgeschichte? Die würde ich mir mal nochmal gerne genauer angucken. Aber ihr Lieben, schon interessant. Wir haben das erste Mal eine Alienform gefunden, die ja scheinbar ja, eine gewisse Intelligenz hat, eine primitive Welt. Also, was für eine Entdeckung. Und wir werden dann aber ab der nächsten Folge uns die mal genauer anschauen und weiter versuchen zu expandieren. Und bin mal gespannt, wo das hinführt. Ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fadi.